Joel Wermin, das zweite Spiel, schon das dritte Goal erzielt. Im Penaltyschiessen getroffen, der ist natürlich extrem gut eingelebt, haben neuen Ort. Ja, ich bin wirklich sehr wohl. Ich kann sehr viel spielen, habe zwei super Flügelstürmer, von dem her kann ich nur profitieren. Und ja, im Moment habe ich auch noch das nötige Glück, dass sie dann auch noch reinspringen. Von dem her ja, hoffe ich, dass es so weitergeht. Jetzt oben, recht ein verrückter Match. 4-1 hinten gsi, kurz nach Beginn des dritten Drittel eigentlich so ein bisschen den K.O.-Schlag bekommen, hat man gemeint. Dann kommen wir zurück, gewinnen den Penaltyschiessen. Wie habt ihr da oben erlebt? Ja, es war wirklich eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, wir sind nicht sehr gut gestartet. Die Ausführung war nicht ganz so genau. Wir waren immer ein bisschen zu spät. Der Pass ist nicht ganz auf die Schaufel gekommen. Seit das im ersten Drittel haben wir einen wirklich harzigen Start gehabt. Nach dem zweiten Drittel hatte ich das Gefühl, für 15 Minuten haben wir sehr gut gespielt. Wir haben vielleicht nicht die Goal können schiessen, die wir hätten gebraucht. Das dritte Drittel war sicher nicht der Start, wo du dir wünschst. Wir wollten wirklich mit viel Elan starten, aber kommst du das Goal. 4-1 kann auch, ja, meistens ist das der Todesstoss. Aber ich glaube, es spricht für die Mannschaft, für die Qualitäten, die wir haben, dass wir trotzdem 4-1 gegen eine Mannschaft wie Zürich noch mal zurückkommen. Ich glaube, es war ein sehr, sehr guter Gegner heute. Ich glaube, das wird sicher, das ist der Standard, wo ich das Gefühl habe, dass diese Saison gesetzt ist, um vorne mitspielen.